Schäden. Was? Ich suche dich schon seit einer Viertelstunde. Hättest du mir nicht genauer können sagen, wo du steckst? Und wo ist eigentlich der Kleine? Ja, komm jetzt runter, Mann. So, komm. Hey, Schelke! Da ist Moser. Ich melde mich direkt aus meinem Ferien- und Wochenenddomizil. Ich habe aktuell einen Termin, tut mir leid. Ein Termin heisst Wochenende. Ha! Jetzt zu deiner Aufgabe. Ich sehe immer wieder, du kannst das Zehnfingersystem nicht. Du machst den Kreisendadler und stichst einfach auch mal zu. Das geht mir alles zu lang, wenn du mal einen Text schreibst. Drum, ich habe dir einen Text vorgegeben. Den schreibst du auf der Schreibmaschine. Wichtig, du hast einen Sichtschutz. Du siehst deine Finger nicht. Immer wenn du einen Fehler machst, wieder neu anfangen. Du darfst keine Tutorials brauchen und auch keine Hilfsmittel. Und hast Fragen zu dem alten Gerät, dann fragt der alte Mann, der Schere, der kann dir da Auskunft geben. Viel Glück, Schelke. Ab ins Wochenende. Also ich jetzt. Du noch nicht. Ist das wirklich ernst? Schreibmaschinen. Gile, ich bin nicht so alt wie dir. Und das Zehnfingersystem habe ich das letzte Mal in 7. Klasse gebraucht. Seitdem nie mehr. Wo macht man neue Ziele? Tab! Oh, ich schwöre, ich habe gemeint, das Ding fliegt jetzt raus, Mann. So, wer neue Ziele? Das ist neue Ziele. Okay. Ja. Beim Computer spürst du, was ist es? Das J und das F spürst du mit dem Finger. Wo das ist, das spürst du hier nicht. Es hat keine Markierung. Es hat nichts. Die sind alle arschglatt wie im Simon sein Viertel. Es war ein und ist. Was ist jetzt das? Schere, der Buchstabe ist stunge. Was mache ich denn jetzt? Es gibt auch eine Taste, die das kannst du hingern, Dinkle. Welli? Der! Jedes Mal der hure Tee! Der Tee klemmt, Schere! Schere, wenn der Buchstabe T bei dieser Schreibmaschine nicht funktioniert, dann ist die Challenge für den Arsch. Wieso jetzt viele Tee? Es war einmal und ist nicht mehr ein süßer kleiner Teddybär. Komm, über das Wörtchen ist nicht raus. Au! Komm, nicht aufregen, einfach machen. Nicht immer alles erklären, einfach machen. Mehr. Das ist jetzt ein Punkt gemacht. Ist Tee! Wo ist der Y? Die Y-Taste geht nicht. Ja, du bist schon. Hast du das Bing nicht gehört? Weil das Bing? Muss ich jetzt noch selber überlegen, ob Teddybär auf eine Ziele kommt oder nicht? Ja. Zwischen dem und zwischen. Kann ich nicht mehr raushören, ob es das Bing drin hat oder nicht, weil es dermassen laut quietscht. Als würdest du jeden Buchstaben mit dem Vorschlaghammer wie der Moses bei den 10 Geboten mit Meissel und Hammer reinmeissel. Etwa so fühlt sich hart zu schreiben mit diesem Ding. Wie viele Buchstaben habe ich jetzt noch? Oh. Was will ich da rausnehmen? Was fehlt hier? Komma. Rauf. Ich habe zweimal S geschrieben, weil ich mich nicht konzentriert habe, brauche etwas zu essen. Ich komme. Wenn ich jetzt einen Fehler entdeckt habe, wie kann ich das korrigieren, Schere? Du kannst nicht korrigieren. Das Komma kann ich jetzt noch reinpflümeln. Ich glaube, ich habe einfach fein gedrückt, weil es sieht man es nicht. Wo tippt es hier? Auf der Linie? Etwa schon hier, oder? Schwierig. Nein, Mann! Ah, das verschießt ins Huren, komm an! Zehnfingersystem hilft hier auch nichts. Gibt's denn das? Die Feststelltaste ist aktiviert! Jetzt wollte ich wissen, wieso das passiert. Wieso bleibt die einfach dunge? Beim Computer ist aber das Ungere zum Einhängen. Stimmt nicht. Dann musst du, glaube ich, da nochmal drauf drücken, dass das löst. Ich habe jetzt die ganze Zeit hier so Shift gedrückt. Einfach so. Ich habe jetzt kein Papier mehr. 10 Blätter. Schnell fertig. Habe ich eine Woche lang. Nein, Moment.
An das habt ihr gedacht, hä? Hey, ich habe wirklich zwischendurch habe ich einen kompletten Blackout in meinem Hirn. Ich weiss nicht mehr, wo der Buchstabe P ist. Also warte, mit die Finger sind richtig. Irgendwo, ich sage hier oben, kommt der P. Jetzt ist es für eine Wurst. Es ist kein P. Was? Also, es sieht nicht nach einem Ausrufezeichen aus, sorry. Da, wo das Ausrufezeichen sonst wäre, ist ein Dollar- und ein Pfundzeichen. Das stimmt nicht. Aber wenn es dann nicht mal ein Ausrufezeichen hat oder Möff ein Ausrufezeichen in seinem Text braucht. Das ist das Ausrufezeichen oben und dann musst du einfach noch einen Punkt drunter setzen. Und dann musst du aber zuerst noch eins zurück. Ich glaube, es funktioniert so. Das heisst Shift 9, ja. Eins zurück. Ja. Tatsächlich eine Schreibmaschine, wo man ein Ausrufezeichen in zwei Schritten schreiben muss. Bravo! Und genau das ist der Beweis, dass früher nicht alles besser war. Genau das ist der Beweis. Der Druck ist unheimlich gross, Scherer. Bitte jetzt schnell still. Scheiße! Soll ich die letzte Buchstabe? Nein! Bist du schon fürs Fett? Alles und jeder. Ich muss mich jetzt konzentrieren. Komm. Und alles nur, weil du wieder drei Furzen hast. Und was vergiss ich, wenn du mich wieder etwas fragst? Lücke. Ich nehme jetzt die Huren Schreibmaschine und knalle es an den Wang. Hey, komm, halt den Laden, Scherer. Jetzt hast du Redeverbot. Ich will jetzt ins Wochenende. Scheiße hier. Nicht überlegen, schreib einfach! Ist es ein Komma oder ein Punkt? Es ist ein Punkt! Es ist ein Punkt! Da steht schwarz auf weiß, Scherer. Ja. Wochenende. Darf ich es heute auch einrahmen? Du darfst. Schönes Wochenende, Scherer. Das Blatt Papier nehme ich mit, den Rest kannst du behalten. Das ist gut. Cool.